Aber irgendwie ist es doch auch schlimm, ne? Dass mittlerweile, dass es für alles technische Geräte gibt, oder? Unser Leben ist doch total durchdigitalisiert. Wir entfremden uns total von der Natur. Ich meine, wann wart ihr zum letzten Mal im Wald? Ich meine, da ist es voll schön. Im Wald gibt es alles, was man zum Leben braucht. Also vorausgesetzt, man ist ein Baum. Und es könnte ja auch sein, dass man da draußen im Wald irgendwann mal zurechtkommen muss. Weil ich habe neulich erst wieder so eine Doku gesehen, ja, wo die Menschen dann in den Wald geflüchtet sind, um dort zu überleben. Wie hieß das nochmal hier? The Walking Dead. Ja, bei allen möglichen Endzeitszenarien scheint mir die Zombie-Apokalypse am wahrscheinlichsten. Und damit ich für den Fall der Fälle gut vorbereitet bin, habe ich mich mit Deutschlands Naturbursche und Tierfilmer Nummer 1 getroffen, Andreas Kieling, und wir waren einen ganzen Tag lang zusammen im Wald. Und da hat er mir die wichtigsten Lektionen für das Leben in der Wildnis beigebracht. Wie du siehst. Ja, sehr schön, sehr schön. Du siehst ein bisschen aus wie ein verkleideter Sonntagsjäger. Aber, naja. Meinst du, es ist ein bisschen drüber? Naja, das ist mehr so Modell Stadtjäger. Ich bin overdressed, ja? Ja. Okay. So, was machst du denn da? Na, ich streue Brotkrumen, damit wir den Weg zurückfinden. Cleo wird die gleich auffressen, weil Cleo steht auf altes Brot. Wir sind verloren, wir kommen nie wieder weg, Cleo. Warum hast du das getan? Soll ich den alten Trapper-Trick, so einen Mountainman-Trick nennen, wie man wieder aus dem Wald rauskommt? Du merkst ja einfach die Himmelsrichtung. Also da drüben ist Süden. Ja. Das heißt, wir sind von Süden nach Norden in den Wald reingegangen. Andreas, ich weiß aber doch nicht, wenn ich im Wald bin, wo ist denn dann der Süden? Das musst du auch nicht mehr wissen. Und du weißt, dass du wieder, wenn du rauskommen willst aus dem Wald, musst du wieder Richtung Süden gehen. Ja, man muss doch wissen, wo der Süden ist. Ja, siehst du an der Sonne. Ah ja, klar, stimmt, sicher an der Sonne. Oh, hier ist eine Scheiße. Nicht anfassen. Doch, ist ja nichts dabei. Wolltest du es analysieren? Dann fangen wir an. Ja, was wird es sein? Also, Fleischfresser oder Pflanzenfresser? Das ist die erste Frage. Pflanze. Ein Fresser. Sehr gut. Es ist ein Hirsch, ein Reh, ein... Du bist auf der richtigen Fährte, ohne Quatsch, also du hast recht. Und zwar ist tatsächlich vom Rotwild. Nice, da ist ja noch frisch drin. Steck meinen Finger rein, das ist noch ziemlich frisch. Du, ich kenne so einen veganen Falafelladen, das sieht aus wie so eine vegane Falafel. Aber das ist einfach, das ist eine organische Substanz, das ist eine verdaute Pflanzenmasse, du meine Güte. Das kann man in die Hände nehmen, sogar mit rot lackierten Fingernägeln, passiert nichts. So, nein, das war Hubert von unten aus dem Dorf, den kenne ich. Ich komme immer zum Kacken hier hin. Aber wenn ich jetzt hier überleben will, Andreas, muss ich ja auch was essen, ne? Wird dir schmecken. Ernst? Ja. Na komm, schmeckt gut. Schmeckt wie ein Saunaaufguss. Oh, jetzt hör mal auf. Nee, also Fichtennadel, aber gut. Ja, ja, klar schmeckt es nach Fichte, ist ja auch Fichte. Ich finde es auch gut, dass man so eine Ruhe kriegt. Ne? Es ist doch wichtig, so diese innere Ruhe zu finden und einfach mal auch diese Ruhe wirken zu lassen. Genießen. Zu genießen, ja. Reicht! Ach komm, die Nein, Unruhe. Das war genug du bist, Ruhe. Du bist total unromantisch. Nein! Doch. Nein, ich will Adventure jetzt. Du bist die unromantischste Frau, die ich kenne. Das ist absolut richtig. Ja, das ist, glaub mir, ich kenne mich damit ganz gut aus. Kämpfen wir uns hier durch diese Wälder. Stimmt überhaupt nicht. Es waren nicht mal 3 Stunden. Schnauze! So, Andreas, vielen Dank für diese Grenzerfahrung.
Ich bin jetzt gewappnet für die Apokalypse. Ich kann jetzt im Wald überleben und auch wieder rausfinden. Hat es dir denn ein bisschen gefallen hier? Mir sehr gut gefallen. Dann komm mal wieder. Sehr gerne. Das ist ein toller Flecken Erde hier. Ich komme sehr gerne wieder, aber jetzt muss ich sagen, ich bin ein Star! Holt mich hier raus! So Leute, es ist mitten in der Nacht und ich darf arbeiten, weil irgendjemand in meiner Redaktion die Idee hatte, oh, die Caroline, die könnte ja mal im Morgenmagazin das Wetter machen. Warum im Morgenmagazin? Warum nicht Abendmagazin? Ich meine, Wetter, das läuft ja nicht weg. Hallo. Hallo, morgen. Ich bin heute Wetterpraktikantin, ich muss zum Morgenmagazin. Ja, Sie sind angemeldet. Kommen Sie bitte rein. Danke. Das könnte auch irgendwie ein Krankenhaus sein, ne? Oder eine Leichenhalle oder so. Ja, kommt alle zum Spiegel. Kommt, damit man die auch sieht, wie die Kameraleute auch müde sind. Kommt schon, schaut euch im Spiegel an. Los. Also es ist 5.30 Uhr. Vom Gefühl her ist es so ein bisschen, als wäre ich auf einer After-Hour. Ohne Musik und andere Leute halt, aber so ein bisschen so. Und ohne Alkohol. Hallo, ich komme mir vor wie in einem Albtraum. Oder schlafe ich noch? Hallo? Ah, hallo. Hi. Caroline, hi. Guten Morgen, Caroline. Ich bin heute deine Praktikantin. Juhu. Ah, endlich muss ich mal nicht alles alleine machen. Ja, ich bin da. Schön, hilf mir. Das ist eine ganz komplizierte Wetterlage. Oh. Ah, du machst das Wetter. Du bist Frau Holle. Das ist jetzt hier mein Platz. Mein Wetterkarten. Ja, und hier wird das Wetter produziert, Leute. Hier wird das Wetter gemacht. Hier nagel ich quasi die Wetterkarten zusammen. Denkst du nicht manchmal, ach komm, ich guck einfach beim ZDF, wie es Wetter wird. Und dann sage ich ungefähr dasselbe, wie beim Abschreiben früher in der Schule, weißt du? Dass man dann nur so ein bisschen was anders macht. Da mache ich einen Grad weniger oder mehr. Und dann kannst du eine Stunde länger schlafen. Schön wär's, aber weißt du, wie es wirklich ist? Genau andersrum. Die gucken bei dir ab? Ich bin ja der Erste, der Frühwetter präsentiert im Fernsehen. Das heißt, ich fürchte, alle anderen gucken schon mal, was macht denn der Bäcker da im ARD-Morgenmagazin und orientieren sich so ein bisschen. Ach du Scheiße. Ja. Das jetzt siehst du, welche Verantwortung du trägst. Na gut, aber einer muss das machen. Du kannst hier, guck mal, wenn du raufklickst und dann gibt es hier oben so ein Rad auf der Maus, da kannst du dann hier zack, bumm, die Temperaturen verstellen. Mm, so. Kann ich auch die Temperatur verstellen? Ja, gerne. So. Oh, da wird heißer. Oh, wie weit geht denn das? Und das geht bis. Wo werden wir tot? Komm, misst du eigentlich nach? Also, wenn du jetzt sagst. Gleich sagst, heute wird 27 Grad und dann sitzt du dann zu Hause mit so einem Thermometer und sagst, jawohl, 27! Ist so. Also ich gucke morgen früh dann, ob die Temperaturen, die ich heute hier raufgeschrieben habe, ob die stimmen, ob die so eingetreten sind. Wann müssen wir was machen? Ich guck mal auf die 6. Oh, ich muss rein, sehe ich gerade. Oh. Ich verpasse gleich mein Wetter. Ich muss jetzt sofort. Hast du, weißt du denn schon alles? Ich brauchst alles. Du deine Sonnen? Nee, die brauche ich nicht. Die Temperatur. Nimm deinen Schlaf mit. Okay, ich mache hier derweil weiter. Oh Gott, 6 Uhr, ihr seid doch alle bescheuert. Oh Gott, 34 Grad, fuck. Was war das krasseste Wetter, was du je angesagt hast? So Independence Day-Wetter. Mm-hmm. Also meine Damen und Herren, verdammt nochmal, machen Sie die Fenster und Türen zu und Gott stehe uns bei. Und der amerikanische Präsident wird uns durch diese Krise führen, sowas. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist das Problem bei den Schauern und Gewittern, hatten wir vor 2 Wochen erst, wo ich wirklich gesagt habe, also abends, wer noch frei hat, alles zumachen. Mhm. Dann früh, wenn man aus dem Haus geht schon mal oder alles, was umkippen kann, vielleicht abends noch in Sicherheit bringen. Wollen wir die Leute ein bisschen fertig machen, indem wir nachher sagen, Tornados? Nein, möglich. Das ist, ist möglich. Es ist möglich. Also ich mache mich jetzt fertig und dann alles klar, wir sehen uns machen gleich. Das Wetter. Wir sehen uns gleich live beim Wetter. Okay. Thank you.
liebe Zuschauer. Und wir gucken jetzt mal auf der ersten Karte nach. Und wir werden es, Caroline, genau, Isobahnkarte ist schon da. Und hier können wir dann auch gucken, woher die Hitze kommt. Also hier liegt ein Tiefdruckgebiet und das saugt von Süden her die heiße Luft an. Aus der Sahara, ne, die liegt hier. Also nicht auf der Karte drauf, aber kommt dann nach Norden. Jetzt kommen wir zu den Aussichten. Da musst du erstmal ein bisschen hochziehen. Passt. Genau. Und was sehen wir hier? Da sehen wir die 40. Wir haben die 40-Grad-Marke auf den Mittwoch gelegt. Ja, und der Freitag ist schon fast Jackenwetter. Ja, da ist, regelrecht abgekühlt. Ziehen Sie sich eine Jacke an. Und natürlich hier am Donnerstagabend, wenn es so richtig heiß ist, legen Sie sich ein paar kühle Waschlappen auf den Körper und gucken Sie Pussy Terror TV. Das macht eine richtige Abkühlung. Gute Idee. Und ja, nachts gut durchlüften. Das war das Wetter im ARD-Morgenmagazin. Das war geil. Ich will schlafen. Ich gebe es zu, ich bin Biertrinkerin und verstehe nichts vom Wein, diesem edlen Trank, der unsere Seele zu streicheln vermag und schon seit jeher Labsal und Inspiration der Dichter und Denker ist. Wie sagte Martin Luther, der einst so trefflich: Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott. Und mein Opa hat immer gesagt: Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Lasst euch heute von mir verzaubern, denn ich werde euch mitnehmen auf eine faszinierende Reise in die magische Welt des Weines. A votre santé? Hallo. Hallo, ich bin die Steffi Wegmüller. Hallo Steffi, du bist hier der Chef, die Chefin. Ja, mit Leib und Seele. Und was willst du jetzt heute machen? Ja, ich will ein bisschen was über Wein lernen, weil ich habe gar keine Ahnung. Ich bin persönlich, ich bin Biertrinkerin. Schlecht. Ich bin auch gut da drin. Ich kann dir ja Bier trinken beibringen und du mir Wein trinken. Wir wollen jetzt anfangen. Ja, was muss ich denn als erstes machen? Wir zum gehen Wein jetzt machen? Erstmal eine Logel holen und dann. Eine Logel holen. Eine Logel holen und dann fängst du an mit Schnippschnipp. Schnippschnipp, alles klar. Ich dachte, vielleicht nimmst du die kleine. Ist das für Kinder oder ist es für Erwachsene? Das ist für. Kleine Erwachsene? So ähnlich, ja. Toll! Na, super. Passt doch. Ja, dann machen wir es halt nur über den einen Arm. Ist, ist ja noch gar nicht voll. Ja, Moment. Ach du lieber Gott. Also, mir ist da was passiert, Leute. So, jetzt gehen jetzt wir richtig an die Arbeit. Alles klaro. Los geht's. Auf geht's. Hier ist die Mannschaft. Ja. Erster FC Weinberg. Olle, olle. Gibt's eigentlich so fröhliche Lieder, die man dabei singt? Ja, das war früher so. Ich hab so Bock, so Weinlieder zu singen. Weine nicht, wenn die Rebe fällt. Dam, 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 dam. Traube meiner Träume, wunderschönes Mädchen, Frucht der Fantasie. Und ich habe noch nichts zu trinken. So. Wir haben übrigens Weintrinker im Team. Und ein sehr talentierter Weintrinker sagte mir, dass ein Rotwein mit Cola nennt man kalte Muschi. Ich glaube, das glaubt so. Oh, fuck. Shit. Shit. Alles klar, Steffi. Okay, ich geh mal vor. Wenn ich es nicht schaffe, sag meinen Eltern, dass ich sie liebe. Hier, kannst deine Schuhe abtreten. Was ist gut? Glitschig, was? Aber auch ein bisschen schön. Ja, das geht doch. Aber gut. Vor allem, das ist gesund für die Füße. Ehrlich? Ja. Rein aus hygienischen Gründen kann ja nur ich das dann saufen, oder? Weil das ja meine eigene Fußmauke ist, die da drin ist. Das wird ein sehr, sehr leckerer Chateau Migräne. Jetzt kommt der schönste Teil. Den haben wir uns auch redlich verdient. Aber echt. Bist du eigentlich trinkfest? So? Ja. Ja? Also du könntest mich jetzt locker unter den Tisch saufen? Glaube ich weniger. Nein? Also ich würde jetzt mal zu meiner Lieblingssorte tendieren, das ist die trockene Scheurebe. Sehr duftig und dann Schluck. Muss ich nicht noch so? Ja. Ja, ja, das passt ganz gut. Mhm. Ja, das machen wir beim Zähneputzen. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Jetzt gut an.
Bist du nach dem Kotzen blind, war zu stark der Gegenwind. Sternhagel voll, ist die Welt erst richtig toll. Steffi, das war sehr, sehr schön bei euch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich muss sagen, ich habe sehr guten Wein getrunken. Dankeschön. Aber ich bleibe dem Bier treu.